Endlich wieder Tennis für Boris Becker. Als Trainer des Weltranglistenzweiten Novak Djokovic wird er zurückkehren auf den Court. 14 Jahre nach seinem Abschied vom aktiven Sport ist Becker wieder da. Für die Tennislegende die große Chance, noch einmal das zu machen, wofür man ihn geliebt hat und was er so lange Zeit völlig aus den Augen verloren hatte. Stammgast auf den roten Teppichen der Welt, Twitter-König, Becker war nur noch eine Boulevardfigur. In den USA und in England nahm man ihn aber nach wie vor ernst, dank seiner Engagements als Tennisexperte. Ab der nächsten Saison wird er Djokovic bei den wichtigen Turnieren betreuen und kann es kaum erwarten, wie er sich auf dessen Homepage zitieren ließ. Ich bin stolz darauf, dass Novak mich gefragt hat, ob ich sein Cheftrainer werden wolle. Ich werde mein Bestes geben, ihm zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Und ich bin mir sicher, gemeinsam können wir große Erfolge feiern. Becker ersetzt nicht etwa den alten Trainer seines neuen Schützlings. Vielmehr soll er Marjan Wajda unterstützen in einer Sonderrolle als Cheftrainer. Djokovic will vor allem mental von Becker profitieren. Ob der dem Turnierstress noch gewachsen ist, ist eine andere Frage. Künftig wird er mindestens 16 Wochen im Jahr unterwegs sein.